Nachhaltiges Bauen spielt eine wichtige Rolle, um aktuellen Herausforderungen wie dem Klimaschutz und der Ressourcenknappheit wirkungsvoll zu begegnen. Wer heute nachhaltig bauen will, setzt auf Baustoffe, die eine lange Lebensdauer haben und in der Region produziert werden. Außerdem müssen sie recycelbar und vielfältig einsetzbar sein. Genau hier setzt die RCO Recycling Center Ostschweiz AG an. Die RCO wurde durch die beiden Firmen Holcim Kies und Beton AG und Zürcher Kies und Transport AG gegründet. Ihr gemeinsames Ziel? Das nachhaltige Bauen in der Ostschweiz zu fördern. Wie? Indem die Innovation im Baustoffrecycling vorangetrieben, weitere Materialkreisläufe noch konsequenter geschlossen und der Ostschweizer Markt mit hochwertigen Baustoffen bedient wird. Die RCO nimmt mineralische Aushub- sowie Abbruchmaterialien entgegen und bereitet diese in einer innovativen Recyclinganlage zu hochwertigem Baumaterial auf. Mit diesen Rohstoffen entstehen in der Region wieder neue Bauwerke. Ein in der Ostschweiz einmaliger Ansatz. Doch was hebt die Baustoffrecyclinganlage der RCO von herkömmlichen Anlagen ab? Modernste Technik, viel Erfahrung sowie eine große Vielfalt an Materialien, die verarbeitet werden können. Mit innovativer Technologie, bestehend aus trocken- und nassmechanischer Aufbereitung, wird die Verwertung gefördert und wertvoller Deponieraum geschont. Die so entstehenden Baustoffe sind von höchster Qualität und finden im Hoch- und Tiefbau eine optimale Anwendung. Die RCO leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zum nachhaltigen Bauen in der Ostschweiz. RCO – innovatives Recycling für hochwertige Baustoffe.